Sehr liebe Betsy, ich habe mir erlaubt, als Videoantwort zu antworten, weil es einfacher ist, die ganzen Geschehnisse jetzt zusammen zu reihen. Und ich habe mir da so einen kleinen Schummelzettel gemacht. Das beginnt also im April 2012. Sie haben beim 2,6er Schmerzen, also Sie glauben, Sie haben beim 2,6er Schmerzen. Das mit dem Glauben klingt jetzt blöd, aber auf das komme ich dann noch zurück. Das bedeutet nicht, dass Sie sich den Schmerz eingebildet haben, wenn ich sage Glauben, für Sie fühlt sich's immer echt an, aber zu dem kommen wir noch. Es wird dann also eine Wurzelbehandlung gemacht, nach ein paar Wochen, Monaten bekommen Sie dort eine Entzündung, WSR, dann kriegen Sie wieder Entzündung, Abszess, dann wird der 2,6er gezogen. Im Juli kriegen Sie dann am 2,7er einen Abszess, auch der wird dann irgendwann wieder gezogen. So geht es weiter. Dazwischen sind Sie noch bei einer anderen Zahnärztin, die meint, es ist nicht der 2,7er, sondern der 2,8er, entfernt also den 2,8er, später dann eben den 2,7er. Sie bekommen dort Lasertherapie, Narbenkorrekturen, es wird dort immer wieder eingegriffen. Das letzte Mal, glaube ich, wurde da irgendwo so ein Knochensporn weg und geglättet und immer wieder. Gehen Sie zu Ärzten, die neue Diagnosen finden, teilweise finden, manche finden auch nichts. Und irgendwie wird Ihr Zustand nicht besser und jetzt waren Sie also bei einem MR und da ist wieder eine neue Diagnose, wieder irgendwas mit Schleimhaut und die Schleimhaut ist ein bisschen angeschwollen. Und wieder wollen Sie zu einer Universitätsklinik oder halt in ein Spital und wollen sich da wieder behandeln lassen. Und ich habe Ihnen schon mehrmals geschrieben, dass es wahrscheinlich ein chronischer Schmerz sein könnte. Jetzt führe ich noch einmal kurz diesen chronischen Schmerz aus und gebe Ihnen dann auch ein Beispiel, weil ich sowas Ähnliches jetzt gerade in der Orde habe. Wichtig ist zu verstehen, und das muss so einen Klick in Ihrem Verständnis machen, Schmerz ist immer echt. Ja, und wenn unser Schmerz ist ein biochemischer Prozess, würde jetzt der Biochemiker sagen, in unserem Hirn, und wenn dort gewisse Dinge ausgeschüttet werden, dann interpretiert unser Hirn Schmerz und ordnet diesen Schmerz irgendwo hinzu, zum Beispiel zu diesem Finger. Das bedeutet aber nicht, dass an diesem Finger zum Beispiel ein Schnitt stattgefunden haben muss. Das heißt, es kann sein, unser Hirn sagt uns, du hast dich am Finger geschnitten und für uns fühlt sich das echt an und das tut weh und es ist wirklich ein Gefühl, wie wenn ich mich geschnitten hätte und in Wirklichkeit ist da aber kein Schnitt. Es kann auch sein, man schneidet sich wirklich und das Gehirn signalisiert noch keinen Schnitt, weil es zum Beispiel mit anderen Dingen beschäftigt ist, wie zum Beispiel einer Fluchtreaktion. Das heißt, Schmerz ist etwas, was immer in unserem Kopf entsteht und es muss nicht sein, dass sozusagen an dem Erfolgsorgan, wo uns unser Hirn signalisiert, du, dort hast du jetzt Schmerz, dass dort wirklich was stattfindet. Für den Betroffenen ist es immer echt. Wenn jetzt ein Arzt sagt, na, Sie bilden sich Ihren Schmerz ein, dann hat er von der Schmerzentstehung keine Ahnung. Jetzt ist es so, dass bei Ihnen, man muss auf die Röntgenbilder studieren, wieso Sie das erste Mal einen Gesichtsschmerz hatten. Vielleicht hatten Sie auch wirklich einen Zahnschmerz. Sie hatten auf alle Fälle also einen Schmerz in der Region des Oberkiefers und man hat dann dort begonnen, verschiedene Behandlungen zu machen. Und jede dieser Behandlungen führt dazu, dass Sie sich immer wieder an diesen Schmerz und an die Problematik dieser Region erinnern. Zudem löst natürlich jede Behandlung ein Ergebnis aus, in dem Fall eine Vernarbung. Und Sie wissen ja, jede Narbe löst eine andere Empfindung aus. Also überall, ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Verletzung hatten oder es reicht ein normaler Wundschorf, wenn Sie sich das Knie aufgeschlagen haben und Sie lagern das Bein hoch, dann lässt die Spannung nach und wenn Sie dann zum Beispiel aufstehen und das Blut schießt in den Fuß und das Gewebe dehnt sich aus, dann ruft das eben ein Spannungsgefühl, einen Schmerz hervor. Und genau das Gleiche passiert natürlich auch bei Wunden im Kopfbereich, also wenn man sich nach vorne bückt, wenn es warm wird, wenn man Sport macht, wenn man seine Lageposition verändert, dann kann das zu einer Sensibilität, zu einer Empfindung führen. Diese Empfindung kann dann
das Hirn antriggern und der Kopf, unser Hirn verarbeitet das dann als Schmerz und plötzlich tut es weh und man wird unruhig. Zudem kommt dann, dass man häufig Diagnosen von verschiedenen Ärzten bekommen hat, so wie Sie jetzt zum Beispiel das mit Ihrem Ödemchen, mit dieser Schleimhautschwellung, was eigentlich normal ist, wenn da seit geraumer Zeit immer wieder herumgepopelt wird. Na klar, verändert sich dann die Kieferhöhlenschleimhaut und kann dort ein bisschen sich verdicken, anschwellen. Und dann haben sie noch dazu, also zu diesen Empfinden, zu diesem Schmerz, eine Diagnose, das beunruhigt sie noch mehr. Der Kollege, ich will dem jetzt überhaupt keinen Vorwurf machen, aber der kennt natürlich nicht die ganze Geschichte. Das ist ein Arbeitssklave, der in irgendeinem radiologischen Institut sitzt, sie noch nie gesehen hat und das dort runter diktiert und Bruchstücke von einer Anamnese hat, wo das ganze System davon abhängt, dass der was findet, dass der also einen pathologischen Befund diktiert, weil würde das, was ich mit Ihnen jetzt mache, das bringt im Endeffekt überhaupt kein Geld, das bringt dem radiologischen Institut nichts, davon kann man keine Gehälter zahlen. Das heißt, es werden dann diese Diagnosen zusammengesetzt. Sie haben etwas, woran Sie sich klammern können, dann wird wieder irgendeine kleine Therapie gemacht, es wird was weggezwickt, man kann das wieder verrechnen. Sie haben kurze Zeit Hoffnung und dann beginnt aber das Ganze wieder von neuem, weil die Grundursache eigentlich nicht gestimmt hat. Zu dem Ganzen kommt dann, und das muss jetzt Sie nicht betreffen, aber ich erwähne es, weil es für andere interessant ist, dass das Ganze natürlich sehr psychisch gefärbt ist. So sehen wir in der Ordination, dass gerade vor Weihnachten und vor Urlaubsbeginn die Ordi voll ist mit Patienten, mit vor allem neuen Patienten, die also hier Schmerzen im Gesichtsbereich angeben. Auch das, ich tue jetzt zu weiterspinnen, Patient kommt, Schmerzen im Gesichtsbereich, Weihnachten, in der Nacht presst er mehr, ist mehr angespannt, kriegt natürlich Kiefergelenkschmerzen. Würden wir einen Tag vorher viel wandern gehen und hätten am nächsten Tag Beinschmerzen, wäre uns der Zusammenhang klar. Beim Kiefer-Gesichtsbereich ist das nicht klar. Dann kommt er zu einem Arzt, dort wird ihm eine Schienentherapie empfohlen, weil man sagt, ja, du, dein Biss passt nicht und was weiß ich was. Und schon wieder beginnt so eine Leitspirale. Sie haben es jetzt halt in einem anderen Zusammenhang erfahren. Wieso ich Ihnen das jetzt so erzähle, ist, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass Sie eigentlich in dieser Region nichts haben. Ich habe jetzt gerade, das habe ich Ihnen vorher erwähnt, eine junge Patientin, die so ihre Zähne hier oben verloren hat und mittlerweile also ganz unglücklich ist, dort keine Zähne mehr hat, aber noch immer Schmerzen. Und jetzt hat man dort also gesagt, na, vielleicht hast du ja eine Knochenentzündung, eine Osteomyelitis, das Gebiet schaut aber ganz normal aus. Und ich habe einfach mit einem Gespräch wie dem hier, ihr diese Zusammenhänge von Wundschorf, Spannung, Druckgefühl, Interpretation vom Hirn. Sie müssen sich vorstellen, wenn ich ständig hierher drücke und mache das einen ganzen Tag lang und sehr fest, dann wird eine ganz einfache Berührung ausreichen, dass Sie irgendwann sagen, das tut jetzt weh, das Gebiet ist sensibilisiert. Normalerweise würden Sie, wenn Sie also nicht auf dieses Gebiet fokussieren und auch nicht sensibilisiert sind, diese Berührung, diese leichte vielleicht gar nicht einmal wahrnehmen oder Sie würden es nur wie ein Streicheln empfinden. Dieses Streicheln kann dann aber, wenn dort also schon sehr viel gemacht wurde, dann wirklich wie ein Schmerz interpretiert werden. Sie sehen, da kommen also viele Komponenten zusammen. Das ist einmal unser Gesundheitswesen, das nur funktioniert, wenn man also Diagnosen, Therapien macht und, und. Da kommt zusammen, dass die Schmerzverarbeitung meistens nicht verstanden wird, sowohl von den Ärzten nicht, als auch von den Patienten. Die glauben dann, wenn man über sowas redet, dass, na geh, bild mir doch den Schmerz nicht ein. Nein, man kann sich ihn nicht einbilden, aber Schmerz ist einfach ein Produkt unseres Hirns. Ja, ohne Hirn habe ich keinen Schmerz. Das ist wie eine Maschine, das ist ein Prozess, der da abbrennt. Und zusätzlich kommt dann natürlich, dass mittlerweile bei Ihnen dort schon sehr viel geschehen ist, was auch Schmerzen verursachen kann, was Missempfindungen verursachen kann. Und Sie merken jetzt, wer kann das im Endeffekt ändern? Wie soll man das ändern? Das können nur Sie ändern, indem Sie
jetzt einmal ein bisschen versuchen, Distanz zu gewinnen. Das klingt immer so blöd, aber Sie werden, wenn Sie so weitermachen, meiner Meinung nach, nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommen. Man wird hier immer wieder was finden und immer wieder was machen. Manche Patienten, das sage ich auch dazu, nützen dieses Doktor-Hopping und diese Dinge, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das sind Menschen, die sehr einsam sind, die alleine sind, die familiäre Probleme haben. Auch das sind Mechanismen, wie unsere Psyche also uns da manchmal in die Bredouille reiten kann, dass wir dann durch immer wieder zu einem Arzt und ich habe Beschwerden und der widmet sich dann und redet dann kurz und ja und sie arme und dann wissen sie was und da haben sie ein Heilmittel und 70 Euro ein Fläschchen und dann machen wir noch eine Schiene. Ja. Man fühlt sich kurzfristig aufgehoben, bis es dann wieder einem zu blöd wird, wenn man da dann die Abzocke irgendwann merkt und dann geht man wieder zum nächsten. Also auch das ist ein Mechanismus, der möglich ist. Und was es jetzt bei Ihnen ist, ja, welche Faktoren da hauptsächlich mitspielen, das kann ich nicht sagen, das können eh nur Sie selber beurteilen. Ich würde Ihnen in Ihrem speziellen Fall empfehlen, und das habe ich schon mehrmals gemacht, versuchen Sie ein bisschen Distanz zu gewinnen. Veränderungen in dem Gebiet sind nach dem, was Sie erlebt haben, normal, dass Sie dort eine Missempfindung haben, ein Druckgefühl, Spannungsgefühl, dass es manchmal doggert und. Auch das ist normal, nach dem, was dort alles passiert ist. Stellen Sie sich vor, Sie bohren die ganze Zeit im Oberschenkel herum und tun da die ganze Zeit herumarbeiten. Na ja, klar wird es wehtun, vor allem wenn Sie sich bewegen. Im Kopf-Hals-Bereich ist das nicht anders. Sollten die Beschwerden nach eineinhalb Jahren nicht aufhören, dann empfehle ich einfach eine Knochenszintigraphie. Sollten Sie dort akute Beschwerden bekommen, Fistel, Sequesterbildung, Abszesse, dann natürlich sofort einen Arzt aufsuchen. Einen Arzt, der diese ganze Problematik schon ein bisschen kennt. Nur Ihr Gefühl alleine, dass Sie sagen, du, es ist geschwollen, ja, und es ist aber nicht objektivierbar. Der Arzt sieht das einfach nicht. Man sieht, nur Ihr Gefühl alleine ist zu wenig, weil für Sie fühlt sich das Geschwollensein genauso wahrhaftig an wie der Schmerz. Aber das alleine ist keine Behandlungsindikation. Und so, glaube ich, werden Sie dieses Problem lösen können. Sie werden es nicht lösen können, indem Sie jetzt wieder zur nächsten Universitätsanklinik, die macht das Ganze vielleicht wieder auf, holt Narbengewebe, dann erzählt man Ihnen irgendeinen Blödsinn mit, naja, und da die Kieferhöhle und was weiß ich was. Die Befunde, die Sie da jetzt haben, das sind normale Befunde. Nachdem also da oben so viel gemacht wurde, ist das überhaupt nichts Krankhaftes. Und ich glaube, dass Sie die Leitspirale also anders durchbrechen müssen. Dass zwischen der Mundhöhle und der Kieferhöhle nun kein Knochen mehr ist, also so wie der Kollege das oder so wie das dort so ein bisschen geschwollen beschrieben steht, das ist ja eigentlich auch was Normales, wenn dort immer herumgebohrt, herumgeschliffen, gezogen und was weiß ich was wurde. Ich meine, eine Mund-Antrum-Verbindung, also eine Verbindung zwischen der Kieferhöhle und der Mundhöhle, das sollte man natürlich ausschließen. Da können Sie aber ganz einfach zu Hause einen Test machen, versuchen es durch die Nase auszublasen und halten Sie die Nase zu. Also mit Druck, wenn keine Luft entweicht über den Mund, wenn es da nicht durchpfeift, ist also wahrscheinlich keine Mund-Antrum-Verbindung vorhanden. Das sollte dann vielleicht noch objektiviert werden von einem Arzt, der das versucht vorsichtig zu sondieren. Ich nehme an, auch das ist ein ganz normaler Befund, weil dort eben schon so viel herumgepopelt wurde, ist dort kein Knochen mehr, sondern nur noch Bindegewebe und das irritiert natürlich den Kollegen von der Radiologie. Sie sehen also, ich denke nach wie vor, dass da andere Ursachen zu suchen sind als klassisch mechanisch behandelbare Ursachen. Ich meine, das, was wir jetzt machen, ist ja auch eine Form von Behandlung. Wir vernetzen uns, wir tauschen uns aus, helfen vielleicht Ihnen, aber auch vielen anderen, denen es genauso geht, die ständig an die große Medizin glauben und vertrauen und glauben, dass da also irgendwas zum Guten verändert wird. Ich mache diese Videos nicht, weil ich Ihr Leid wegreden will oder weil ich über die Medizin herziehen will. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man einfach, dass die Systeme, die wir uns etabliert haben, Wirtschaftssysteme, Pharmazie, Medizin und so weiter, eigentlich nicht zu unserem Wohl sind, sondern uns auf lange Sicht
schädigen und unsere Welt und die Umwelt schädigen, Natur, Tiere und. Deswegen versuche ich hier ein wenig aufzuklären, und Sie können das Ganze für sich am besten lösen, indem Sie sich wirklich einmal in Ruhe zurücklehnen, noch einmal das Ganze Revue passieren lassen. Wie war das? Was war da? Zu sich auch ehrlich sind. Haben Sie Probleme, die Sie vielleicht vor sich herschieben, und es ist angenehmer, sich jetzt um seinen Kiefer zu kümmern, als vielleicht etwas, was mich schon immer belastet, im Job, mit dem Partner, was auch immer, ja, oder mit mir selber. Das sind alles Mechanismen, die da mit hineinspielen können, und Sie sehen, wie schwierig es wird, dann sowas aufzulösen, wie schwierig sowas wird aufzulösen in einem System, das nur mit Geld rechnet, weil würden Sie zu mir in die Orde kommen, dann könnte ich jetzt für dieses, ich glaube, das dauert jetzt eine Viertelstunde, halbe Stunde, für diese Aufklärung 3,50 Euro oder was verlangen, ja, ist schwierig dann Gehälter zu zahlen, würde ich also nur im Sinne dieses Wirtschaftssystems denken. Da sieht man auch, wie idiotisch das ist, dass sich dieses ganze System eigentlich ad absurdum führt. Alles Liebe, und ich wünsche Ihnen bald, dass Ihr Zahnleid da durchbrochen wird.